Herzlich willkommen zurück zu Splatoon. Ein Splatfest steht an. Team Retro gekleidet oder Team Modern gekleidet. Ich werde Team... Oh, man kann gar nicht schnell wechseln. Team Retro nehmen. Wisst ihr auch warum? Weil die Mode, die modern wird, war früher schon modern, ist heute aber Retro und deswegen modern. So. Jetzt habt ihr's. Wer Team Modern nimmt, ist nur auf der falschen Seite. So. Und zum Warmwerden machen wir natürlich erstmal einen Standardkampf. Vielleicht spiele ich nachher noch Ranked und dann kommen später auch noch Ranked. Also, dann in den nächsten Tagen dann auch ein paar Ranked-Folgen. Aber erstmal wieder warm spielen, ne? Ich kann dieses Spiel doch nie. Und die Moräntürme habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Aber die Moräntürme sind eigentlich... Ich fand sie immer nervig, aber mittlerweile finde ich sie classic. Oh mein Gott, was? Was heißt das eigentlich, dieser Typ da, ne? Der da, dieser Brickster, hat in der Lobby ein Sternchen vorm Namen. Was heißt das? Da es hier nicht hat, gehe ich davon aus, dass das irgendwas vom Spiel aus ist. Was heißt das? Wo ist er hin? Er kommt hier wieder hoch. Was ist das denn? Lol, da wollte er mich holen. Hat's aber verhauen. Jetzt sieht er mich die ganze Zeit. Uncool. Einfach unberechenbar sein. Jawohl. Hat sogar geklappt. Oh, ich habe ihn sogar getroffen. Aber da waren zu viele. Es war auch doof von mir, da hochzugehen. Oh, ich muss wieder den Roller lernen. Der Roller, der ist... Und wenn ich zwischendurch ruhig bin, ist das echt, weil ich habe mich gerade hart konzentriert. Und ich war ein bisschen, schockiert. Oh, lol. Oh, lol. Der Typ, der ist doch nicht normal. Also dadurch, dass der ein Sternchen vorm Namen hat, ist der irgendwie gut. Und dann frage ich mich, was macht der in meiner Lobby? Ich hatte letztens schon mal einen mit Sternchen vorm Namen in der Lobby. Also in der letzten Aufnahme. Ach komm, mach ihn fertig bitte. Kill ihn doch. Danke. Alter, was? Wie viele Dinger hat... Der hat doch gecheatet, oder? Was hat der für Rüstung an? Wie schnell respawnt der? Und warum nimmt man dann Respawn als Rüstung? Wo ist da der Sinn? Oh, das ist ein Grüner. Welch perfider... Plan. Wieso flog die so weit vor mir? Das habe ich nicht verstanden. Ich verstehe so viel in dem Spiel nicht. Und wir kriegen hart auf Maul. Aufs Maul. Oh, da haben wir ihn gemacht. Ha, du bist doch nicht so gut. Oh, lololololol. Wir haben hart auf den Sack bekommen. Ich bin immer konzentriert bei Splatoon. Manchmal gucke ich mich dann um und weiß ich, dann bin ich voll raus. Es passiert mir aber nur bei Splatoon. Okay, so unausgeglichen war es gar nicht. Am Ende dann doch. Es sieht harmloser aus, als es ist. Vielleicht würde ich auch mal eine Waffe wechseln. Mal was anderes spielen, ne? Mit vielleicht Zeit. Da, warum hat der Stufe 35 Sternchen? Was heißt das? Gibt es sowas wie Prestige, wie in Call of Duty oder was? Habe ich was verpasst? Ich habe einfach mal ganz spontan meine Waffe gewechselt. Auf etwas, was ich schon sehr lange nicht mehr gespielt habe, damals aber gehasst habe und heute auch noch hasse. Den 3R-Schwapper. Ist der immer noch OP? Der wurde genervt, oder? Ich weiß, irgendwas wurde mit dem gemacht. Auf jeden Fall gibt es, glaube ich, schon 1000 bessere Eimer. Aber ich habe nur den gerade. Ich muss mir mal ein paar mehr freischalten. Ich habe das Gefühl, damit... Ja. Ich möchte den Flexroller voll bitte haben.
das sah aus, als ob der 500 Kilometer weit schießen kann. Was zur Hölle? Warum kriege ich immer Waffen mit der Bombe? Jedes Mal. Oh lol, 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 lol. Was ist mit den Leuten? Die schießt einfach da so hoch. Die haben auch immer alle drei Stats gleich auf der Kleidung. Ich verstehe das. Mir wurde das schon tausendmal erklärt, aber ich vergesse jedes Mal, wie das funktioniert mit der Kleidung. Ah, Wumi-Cat ist down. Das ist schon mal sehr schön. Man verliert auch so schnell die Tinte mit dem Eimer, ey. Oh lol, als ob du wusstest, dass ich da bin. Ach Mann! Jetzt zerstört mich ein Luna Blaster, den ich früher auch gut konnte eigentlich. Also Eimer ist echt eigentlich nicht meine Waffe. Ich glaube, ich muss einen Eimer finden, der schneller. Gibt es einen Eimer, der schneller ist? Ich glaube schon. Einfach wieder neu einfärben, wenn sie kommen. Dein Ernst? Oh mein Gott. Hilfe! Hier hoch. Und hier weg. Oh lol. Erstmal Hauptsache hier weg. Übersicht bekommen und dann färben. Oh mein Gott, ich habe einen Kill mit dem Eimer gemacht. I'm so proud. Jagt sie. Jawohl. Nein, ich verliere. Was zur Hölle? Ich will dieser Roller. Wie weit schießt der? Der konnte mich voll auf Distanz halten. Das ist ja mega abartig. Oh, der war schön. Jetzt hier wieder runter. Oh nein. Wie schnell schießen die denn auf mein Schild? What the fuck ist hier los? Ich fange an zu cheaten. Ich cheat mit meiner Rüstung so, wie ich sie will. Oh Gott, haben wir jetzt auch. Oh mein Gott, wir waren so gut die eine Zeit. In den letzten 30 Sekunden ändert sich alles. Es lag daran, dass ich einen Eimer genommen habe. Ich kann die Waffe nicht. Was kann ich auch schon in Splatoon? Guck mal, wir hatten auch nur Eimer. Und Bad Galaxy hat anscheinend einen Disconnect gehabt, weil 0P eingefärbt ist unmöglich. Das geht nicht. Neuer Waffenwechsel und ich muss mal echt mal Waffen freischalten. Ich habe echt wenig in Splatoon 2. In Splatoon 1 hatte ich irgendwie gefühlt alle, also nicht alle, nee, alle ist gelogen. Aber ich hatte fast alle, sagen wir es mal so. Und die habe ich ja eigentlich so gut wie nix. Wir haben jetzt die Quad-Hopper Noir, die ich auch nicht mehr kann und ich nicht vergessen darf, dass man ausweichen kann. Okay, let's go. Oh, die Musik ist gerade cool. Woohoo! Okay, erstmal weg. Oh, schade. Meine Bombe war noch unterwegs. Ich wurde gerecht. Sehr schön. Erstmal färben. Erstmal Ult aufbauen. Mit der Ult kann ich mich wenigstens retten. So. Färben, färben, färben. Lass sie auch färben. Es gibt auch Punkte. Wichtige Flächen hier. Oh, lol, ich lacker. Oh, lol, ich lacker. Hinter uns ist was. Na? Oh. Ah, ich wollte gerade schießen und ausweichen. Auf einmal waren da drei. Ich weiß nicht, wo meine Mates waren. Die gehen dann immer alle komplett weg so. Das ist wie, weiß ich nicht. So, ey, alle tot. Wir gehen weiter. We're rolling. Ah, was? Ich bin nur...
Er hat an mir vorbeigeschossen. Das war wieder. Ich habe auch gehört, durch den Patch, durch diese 4.0-Version, soll es richtige Peer-to-Peer-Probleme geben. Also so schlimm, wie es noch nie war. Ich würde sagen, in meiner letzten Aufnahme war ja auch schon Patch 4.0. Da ist einer. Aber keiner von den Gegnern, oder? Nee. Oh, scheiße. Lass mich hoch. Lass mich hoch! Er ist nicht in die Wand gesprungen, nur weil da so ein kleiner Furz orange war. Nice. Springen und stirb bitte nicht, wenn ich hinkomme. Dankeschön. Och man, diese Laufbomben sind auch kacke. Also diese Bomben, wenn die Gegner die haben, machen die mich immer richtig kirre. Aber wenn ich die habe, ich weiß halt nicht, ob ich da irgendwie Impact mit habe, wenn diese Bombe hinter den Gegnern herläuft. Ich habe das Gefühl, die kommen damit besser klar als ich. Dann guckst du sie an. Juckt die nicht. Oh, ich habe keine Tinte mehr. Oh, ich hatte gerade die Ult, ich habe sie gedrückt und dann war ich tot. Ich habe echt keinen Impact mit den ganzen anderen Waffen, weil ich sie einfach nicht kann. Können wir nicht einen Bogen? Warum ist hier noch kein Bogen im Spiel? Bögen sind... Oh, wir haben auch nicht so knapp verloren. Bögen sind meine Waffen. Darauf erstmal einen Schluck trinken. Das schaut wie wenig Impact. Am wenigsten eingefärbt ist bei mir selten. Oh, wir kriegen den nächsten Effekt. Bei mir ist alles durcheinander. Wie viele Muscheln haben die anderen alle gefarmt? Egal, wir machen noch eine Runde. Und noch einmal die Moräntürme. Da haben wir, glaube ich, jede Map zweimal gehabt. Schön. Ich bin mit diesem Roller unterwegs. Mit dem Medusa-Klicksroller. Einen anderen habe ich gerade nicht. Ich arme Sau. Ja. Und wie gesagt, früher konnte ich das gut. Da hat der Roller ja noch gerade gehauen bei 1. Aber jetzt, mit diesem Schlag, treffe ich nie was. So. Einfärben kann man mit dem Super. Die Reichweite von dem ist auch nicht zu missachten. Die ist echt nicht zu missachten. Oh shit. Oh lol. Aber dann kommt der Trommelschwapper Neo, der anscheinend ein guter Eimer ist. Weil ich den gerade schon öfter gesehen habe, glaube ich. Ach komm, ich habe ihn voll ins Gesicht gehauen. Was habe ich denn? Die Hamsterkugel habe ich. Und Teleporter. Na, sind Teleporter so cool? Ich weiß nicht. So. Komm mal schnell hier weg. Oh lol, ich bin falsch rumgedreht. Nein. Och, ich konnte mich doch nicht umdrehen. Ich habe meine Stick-Sensitivität nicht so schnell. Hey, mein Teleporter steht noch. Der sich überhaupt nicht lohnt. Lol. Oh. Ernsthaft, der steht da oben und wartet. Einfach nur damit einer Runde. Oh mein Gott. Ja, ich komme halt auch nicht in Teams, die mich carryen, ne? Es ist halt heute auch nicht mein Tag. Was versuche ich auch, andere Waffen zu spielen? Warum bleibe ich nicht einfach bei meinen Heldenwaffen? Ich kann andere Waffen einfach nicht mehr in dem Spiel. Den Roller werde ich nie wieder beherrschen. Den haben sie kaputt gemacht für mich. Hi. Let's roll. Oh fuck. Nicht hier weg. Oh, Lucky. Lucky Hit. Oh Gott. Und dass ich die Ult überlebt habe, war auch Lucky.
Ich hätte diese Lalukia da oder diesen Lalukia auch noch gern bekommen, aber leider habe ich nicht getroffen. Was heißt das eigentlich, wenn wieder einer mit Sternchen unterwegs ist? So, jetzt habe ich Lalukia bekommen. War ein schöner Kill. Da war wieder einer mit Sternchen. Ich hoffe, ihr schreibt mir das in die Kommentare, was das heißt. Wieder hat er einen Sack bekommen. Goddammit. Ja, eine Runde, eine Folge voller Verluste. Also was heißt Verluste? Voller Niederlagen. Sagen wir es so. Besser ist das. Da, wir hatten den Gegner mit dem Sternchen. Wir hatten im Gegnerteam den mit dem Sternchen. Das heißt bestimmt, der ist zu krass. Das ist jetzt die Ausrede. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.